Hallo YouTube, wir haben so Eisdinger da weggemacht. Hi Fachkräfte, grüß dich. Gar nicht gesehen da oben, Entschuldigung. Wie läuft's? Gut, ich habe gerade was rausgefunden, was ich letztes Mal nicht rausgefunden habe. Und der hilft mir jetzt da oben reinzukommen, oder was? Das wird bestimmt lustig im Konzert. Und wann ist das Konzert? 2023, wenn Corona endlich vorbei ist, oder was? Entschuldigung. Oh, es ist schon so spät, ich muss mich beeilen. Geh zur Seite, wir können später sprechen. What the fuck? Rede mit mir. Huch. Oh, du bist Damani. Ah, ich muss ihn nochmal ansprechen. Aber bist du denn nicht tot? Halluziniere ich etwa? Vielleicht ist das auch nur ein Trugbild vom Gipfel des Berges. Ich wurde zum Narren gehalten, aber das ist unmöglich. Ich wende mich nicht ab. Nichts wird mich davon abhalten, den Pikiberia wieder in Ordnung zu bringen und meinen geliebten Sohn zu beschützen. Ach, das ist der Daddy. Okay. Ich durchschaue die Illusion. Gleich bist du verschwunden. Was? Mein Sohn weint, weil er mich vermisst? Woher weißt du das? Das Auge der Macht. Mein Sohn vermisst mich. Oh, vergib mir, mein Kind. Dein Vater muss etwas erledigen. Damani, egal ob du ein Geist bist oder ein Hirngespinst, es kümmert mich nicht länger. Wenn du Mitgefühl mit meinem kleinen Sohn verspürst, dann wiege ihn sanft mit diesen Klängen in den Schlaf. Lausche dem Klang meiner Trommel. Ja, da haben wir es doch schon. Dieselbe Melodie wurde einst für dich gespielt, als du noch klein warst. Junger Damani. Nee, läuft gut, Fachkräfte. Fühle mich heute das erste Mal wieder so richtig fit. Erste Mal seit 7 Wochen. Hände schmerzen noch ein bisschen, aber ansonsten alles gut. Bisschen Schnupfen, ansonsten alles gut. Mir ging es nie besser. Huch. Lass es mich noch einmal spielen. Ging doch diese Melodie. Und am 31.03.22 spielen sie im Zuge der The Tour to End All Tours in der Olympiahalle. Vorband sind The Who. The Who? Aber nicht die alten The Who. Weil die werden ja auch anders geschrieben. Lordi ist auch ganz geil. Das passt aber halt vor Sabaton dann, ne? Sabaton. Entschuldigung, das heißt ja Sabaton. Ah, ja, etwa so. LYX. Es hat keinen Sinn. Ich kann mich nur an den Anfang erinnern. Ich werde dir nur den Anfang beibringen. Zu baiten. Weil die dich aufs Konzert baiten, verstehst du? Ja, bestimmt lustig. Freue mich für dich. Du hast das Schlummerlied Intro erlernt. Es gleicht dem beruhigenden Gesang eines bedächtigen Vaters. Ich habe das Lied nicht vergessen, doch kann ich bei dieser Kälte nicht besser spielen. Auf jeden Fall zähle ich auf dich. Hey, ja, nice. Heißt, jetzt können wir nochmal hier reingehen. Jetzt hole ich mir nochmal Wasser. Oh, die Felsen muss ich noch kaputt machen. Und ich gehe da zusammen mit meinem Freund hin, den ich auf dem Sabaton-Konzert, Sabaton, Entschuldigung, bei der Sabaton-Konzert kennengelernt habe. Mein Vater wird sagen, Sabaton. Das Sabaton. Ja, das ist doch nice. Und das nach so einer langen, ätzenden Phase mit Corona, ne? Sabaton-Konzert, ja, richtig. Dann haben wir noch genug Bomben. Oh ja, nice. Oh, da kann er die auch so kaputt machen. Oh.
Ne, geht nicht. Okay. Ja, dann. Gucken, ob da auch noch Kisten drin sind. Gar nichts drin. Hallo? Wurde ich gebaitet? Ah, jetzt ja. Brauchen wir. Sehr gut. Erinnerst du dich noch an das Hauptlied von Star Wars Jedi Fallen Order? Wenn ich es höre, ist andersrum, wenn ich das Lied höre, kann ich dir sagen, dass es von Star Wars Jedi Order, Star Wars Jedi Fallen Order war. Aber war denn jetzt dieser, das war da oben. Da, ne? Andersrum nicht, nein. Da ist jetzt wieder eingefroren. Lol. Naja, ich habe meinen Song. Und haben die das gecovert oder was? Das ist von The Who, okay. Nein, hier ist ein Fels. Wo war denn diese? Wo war da noch irgendwo? Moment, Moment. Ging hier was auf gerade? Da war so ein komisches Geräusch. Beim Gimpen zusehen und Döner essen. Voll mit einem Schlag. Hier war doch noch so eine Höhle mit so einer kleinen Treppe vorne dran. Okay, Gimpen, hast du recht. Ich würde nur die Bomben noch schnell holen. War das hier? Nee, das war dann die andere Richtung. Aber können wir vielleicht mit dem Goronen-Head jetzt? Jetzt an den hier ranfahren? Mit Fullspeed? Und dann bricht das zusammen? Irgendwo Highspeed her. Wie ich denn jetzt Highspeed, um da ran zu düsen? Nicht. Hey, kann mir das einer erklären, wie diese Mechanik funktioniert mit dem Highspeed? Ich krieg das. Manchmal geht das und manchmal geht's nicht. Oh.
Eis geht's. Vielleicht nur, wenn ich den Berg hoch mache oder so. Vielleicht auch wieder nicht. Das ist nett. Mal hier im Berg probieren. Muss der steil genug sein oder so? Der wird jetzt schneller. Ach, Stacheln brauchen Mana. Guck mal, da ist ein Mod. Aigreon. Stacheln brauchen Mana. Das ist ja mal eine Ansage. Danke, Aigreon. Wir sehen, du streamst auch mal wieder. Gesehen. Schön LOL gestreamt hat er. Und wenn ich gehe dann lieber, was ist da los? Warte mal. Anders. Was ist da los? Beef? Beef im Hause, Greon Tobi? Und wie geht's? So, hier war das irgendwo. Nimmer wo. Das Niveau sinkt so schnell, ja, okay, das ist richtig. Hier. Aber das ist ein großer Eisblock, der geht bestimmt nicht so kaputt. Ach ja, na klar. Was jetzt? Achso. Kriegen wir alles fit? Lang nicht gesehen. Was war los? Viel um die Ohren gehabt. Hatte mal wieder Bock. Ja, so muss das sein. Ja, warum nimmt. Kann ich mit dem Goron nicht targeten? Ich kann mit dem Goron nicht targeten, oder? Bei mir wieder alles soweit ganz in Ordnung, ja. Wieder. War auch 7 Wochen außer Gefecht jetzt oder 6 Wochen. Na doch, ich kann targeten. Bin doch jetzt schwer beschäftigt. Jetzt Abteilungsleiter. Viel mehr Verantwortung. Ja, dann gib Gas, ne? Guck mal, Wasser können wir trotzdem nochmal holen. Ja, aber Glückwunsch, dass das beruflich dann doch gut läuft bei dir. Freut mich zu hören. Ich hatte eine Netzhautablösung im rechten Auge und musste operiert werden. Und habe Arthrose in beiden Händen und eine Sehnscheidenentzündung dazu noch gehabt auf der rechten Seite. Ja. Gesagt, Gorbi wird alt, ja, so könnte man es auch sagen. Deswegen auch momentan mit Brille. Okay. Jetzt haben wir das Lied, jetzt können wir da hoch, ne? Ich hätte aber doch ganz gerne Mana. Wo komme ich denn jetzt an Mana? So. Ja. Sozusagen. Ja, das mit der Arthrose ist auch noch nicht durch. Also meine Handgelenke tun immer noch ein bisschen weh. Das wird auch niemals durch sein, ne? Weil Arthrose halt Knorpel abrieb und geht ja nicht einfach so wieder weg. Ja.
Muss ich morgen mal zum Orthopäden, wahrscheinlich noch Physiotherapie, Ernährung noch mal ein bisschen mehr umstellen, ein bisschen weniger Milchprodukte und so. Nervig. Das heiße Quellwasser ist wieder abgekühlt. Okay. Dann halt abgekühlt. Aber ja, einmal richtig schön in die Scheiße gegriffen, habe ich mir auch gedacht, als ich dann da abends im Krankenhaus Not-OP-mäßig unterwegs war. War nicht so angenehm. Aber ja, ein Auge ist zum Glück gut ausgegangen. Zumindest bisher. Ja, das kann immer wieder reißen, leider. Das halt bei meiner starken Dioptrienzahl ist das leider so. Und das ist halt sehr gefährlich, weil wenn du das nicht innerhalb von 2-3 Tagen bemerkst und das operiert wird, dann stirbt halt das Netzhautgewebe ab. Und dann wirst du halt blind auf dem einen Auge, ne? Ist halt so, wenn du nicht ganz viel Glück hast. So, und jetzt soll ich hier ein neues Liedchen spielen. Was wollen sie denn von mir? Das hier? Schlummerlied. Das war schon ein bisschen hässlicher, ja. Aber zum Glück nicht mit Schmerzen verbunden. Ich hatte null Schmerzen. Außer so ein bisschen gerötete Augen nach der OP, aber... Was jetzt funktioniert? Ach, ich muss das wahrscheinlich machen, während ich ihn sehe, oder? Während das Auge aktiviert ist. Das Lied habe ich ja jetzt. Das heißt, ich kann jetzt erstmal zurück. Ich will jetzt aber rausfinden, wie das geht, bevor ich die Zeit zurückdrehe. Muss ich einfach näher ran. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Hier, ja, sag ich schon. Alles gut. Siri ist ja gut. Ich habe halt nicht das ganze Lied, ne? Eigentlich brauche ich das ganze Lied. Oh, warte mal, ich hab's. Nein. Drecksfelsen. Ja, das ist nicht so einfach, hier mit diesem Stick das zu lenken. Easy.
First try. Falsch. War das, war doch hier, oder? Ah ja, hier, perfekt. Ich habe zumindest eine Idee. Oh nein, jetzt bin ich falsch. Den generellen Trick in dem Game, dass man nach drei Tagen die Zeit zurückdrehen muss, ja, den kenne ich. Und dass man die Zeit verlangsamen kann, ja. Was machst du denn genau als Abteilungsleiter? Ja, das ist klar. Man vergisst es nur gerne mal. Dieses Lied, mein Papa hat es immer für mich gespielt, bevor ich eingeschlafen bin. Ich singe den nächsten Teil. Ansonsten wäre es ja unschaffbar. Was am besten kann, Leute zusammenscheißen. Nur bei LOL, oder? Ansonsten ist das doch ein Lieber, der Greon 0815. Also ich muss nachspielen. Die Teams, die unter mir, das sind Leiten. Ah, okay. Und die haben jeweils einen Vorarbeiter sozusagen oder einen Abteil, einen Gruppenleiter, nenne ich es mal, einen Teamleiter. Ja, ne, wenn es Teams sind. Also eigentlich nichts mehr, was mit dem eigentlichen Beruf dann zu tun hat, sondern du bist eher vom Prinzip die Nanny, ne? Es ist so, als wäre Papa hier neben mir. Das ist bei uns meistens so. Leute in etwas gehöheren Positionen, die ganz oben natürlich nicht mehr, aber die sollen in etwas gehobeneren Positionen, die müssen mehr Zwischenmenschliches vollrichten, als irgendwie Arbeiten ausführen. Muss nicht mehr arbeiten, ja genau. Du hast den Sohn des Geron-Ältesten in den Schlaf gedrommelt. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Ja, nice. Diese Weise will den Lauschenden in sanfte Stille, während seine Augenlider schwerer werden. Ist klar. Hat er gedabbt gerade? Laufen die jetzt alle? Ah, die Geronen schlafen ein, sobald sie das geronische Schlummerlied hören. Wie praktisch. Missfrage. Wie schafft es so ein alter Knacker noch Kinder zu machen? Nee. War das sein Vater da draußen? Nee, oder? Ah doch, stimmt, der ist ja losgegangen. Ich dachte, der auf dem Berg wäre der Vater. Und das wäre der Urgroßvater. Aber hast recht, das ist der Vater. Und dann ist er auch schon lange eingefroren, ne? Dem er sie macht? Ja, das ist richtig. Herr Greon, nimm dir mal ein Beispiel.
wollte noch einmal jetzt hier das probieren. Was schon mal hier sind. Die anderen Lampen abschießen. Jetzt habe ich ja noch... Ich habe nur noch ein bisschen Mana. Ich brauche oben noch Mana. Shit. Scheiß drauf. Rechne. So alt ist er doch gar nicht. Aeon. Alter, was ein Skill. Unfassbar. Okay, das hier muss dann aber was anderes sein. Oh, full sogar direkt, ja easy. Ich kann oben auch nochmal. Gucken wir mal nämlich. Eigentlich könnte ich jetzt schon zurücksetzen, weil da oben ist ja eine Speicherstation und eine Portstation. Das heißt, eigentlich ist es Quatsch, hier hochzugehen, ne? Komm schon! Okay. Voll nach links gedrückt. Zu früh nach links gedrückt. Hä, warum hat der aufgehört? Ich hab noch Mana. Wieder dieser Baum. Nein. Bye, Tobi, bis gleich. Hallo? Hä? Das war sehr unverständlich. Warum? Warum macht das jetzt nicht mehr? Ich halte den Knopf doch. Du musst den Knopf halten, damit das geht. Nicht schwer, ne? Weil nur blöd, dass hier Kurven drin sind. Oh Mann. Let's try. Wie immer. Das trotzdem mal an. Auswendig gespielt. Ich hoffe, es stimmt. Ja, easy. Oh, ist er müde? Vielleicht das Spiel laut genug oder etwas zu leise? Müsste passen, oder? Loing, das Eis runtergefallen. Jetzt hat er sich nicht verletzt. Der arme Kerl. Wie viel Versuche ich hier brauche?
Aha, oh, hast 5. Tempel. Das ist eine Feenquelle. Oh, muss ich hier wieder die 15? 15 waren es, ne? Das letzte Mal hatte ich 13 beim letzten Tempel. Ich meine 15, ne? Wäre sinnvoll. Ich meine, das letzte Mal haben 2 gefehlt. Ich meine, man hat das auch irgendwo gesehen. Ich habe es dann nur nicht mal, als ich es gesucht habe, gefunden. Willkommen zurück, Tobi. Will das eigentlich nur noch mal da hochkommen? Ah! Oh Gott. Ja, glaube ich, dass sich das lohnt. Oh, ich wollte eigentlich nicht so schnell machen. Hey, warum machen? Dick, ne? Ich habe das nicht geändert. Sorry. Ah, ich muss schnell machen hier hoch. Okay. Easy. Hier unten nur noch mal die Felsen kaputt machen. Schneebälle. Hallo, nimm das doch. Danke. Schon ein bisschen ätzend. Es ist so feinfühlig. Alter. Okay, wir können eh hinreisen. Das heißt, wir gehen jetzt erst nochmal zurück. Ich brauche ja eh, oben wird, schätze ich mal, der zweite Tempel sein. Kann auch hochlaufen und die einfach immer weghauen, wenn sie kommen. Das ist sicherer, ne? Aber halt nicht so cool. Boah, das sind ja wieder alle Bomben und alles weg, ne? Oh. Aber die Zeit wird halt nicht reichen für den Tempel. Was habe ich denn, was alles verloren geht jetzt?
30 Pfeile. Oh. Was willst du machen? Ups. Grundskills zu lernen. Du schaffst das. Ja, ja, klar, denke ich mal. Was habe ich jetzt gespielt? War das richtig? Ich habe gefühlt ja, ob ich es richtig. Ja, ich schaff das. Ist nur mit diesem Pad hier oben, das ist sehr, sehr feinfühlig. Ne, hätte ich nicht gedacht. Das mit Arthrose ist natürlich umso schwerer, ne? Mein Trank und solche. Ja, kaufen Scheiß drauf. Gehen einfach so rein. Mal das. Ich will das Alter vor immer. Der immer eine Ausrede finden. Na? Man selbst ist nie schuld. Das muss ich jetzt aber wieder machen, ne? Schätze ich mal. Ach doch, ich kann sehen. Alles gut. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Seht ihr, so schnell geht's. Hä? Wahre Worte, Tobi. Die Vergesslichkeit schon. Ne? Gerade was, also, hast du ja vorhin gesehen, ne? Deine Lieblingsbands, Sabaton, habe ich nicht mal gekannt. Aber ich habe keine Mana mehr. Oh, wie er wackelt. Okay, let's go. Oh, ich habe nicht gespeichert, glaube ich. Ich habe nur gechoked vor. Kibernia-Tempel.
klar. Ich habe vorhin nur Spaß gemacht. Ins Gesicht. Oh, hier ist hier schon wieder heißes Wasser oder so? Oh nein. Ah, das kriege ich bestimmt hier drin irgendwo. Hallo, nein, ich will die Tür raus. Beim letzten Tempel hatte ich halt 13, 13 Feen und dann wirst du halt, wenn du den Endboss machst, wirst du halt rausgeportet. Das hat ein bisschen genervt. Und dann nochmal rein und alles machen, aber ich hatte keinen Bock. Kleine Fee. Ja, ich weiß, dass ich wieder rein kann. Also. Aber dann musst du halt wieder alle 15 holen, weißt du? Kann der eigentlich hüpfen? Nein. Das ist ja cool, er kann durch Lava laufen. Und er kann auch Leiter klettern. Nochmal alle 15 holen. Weiß nicht. Vielleicht. Okay. Ein laues Lüftchen. Das kitzelt so ein bisschen, ne? Da kann ich eh noch nichts machen, da brauche ich warmes Wasser, ne? Da hinten. Schätze ich mal. Mit der Garone nichts machen können. Das heißt, da ist noch eine Fee drin. Ach so, nee, das da drüben zählt noch mit dazu, ne? Nee, da geht's ein Level hoch. Ja. Allmächtiger, okay. Gott, ich sehe schon. Ich sehe mich schon 10.000 Mal abstürzen. Gott, und oben brauche ich noch einen Deku. Okay.
runter, aber woanders hin? Vielleicht brauche ich auch Eispfeile. Wartet mal, vielleicht können wir das so machen. Hier brennt ja Feuer. Habe ich... Ich habe keine Dekostäbe, oder? Pfeile. 10. Das? Okay. Kann ich eigentlich so einen Pfeil anstecken? Nee, das geht nicht. Oh nein, nein, nein. Oh, ho, ho. Da komme ich drüber. Okay, das heißt, hier kann ich jetzt hier reingehen oder hier reingehen. Hier geht's wieder zurück. Super. Ah, ist einfach jetzt ein Shortcut hier rein. Okay. Ich kann jetzt hier und hier reingehen. Und da drüben kann ich noch nicht reingehen. Hier raus. Hallo. Weil ich erinnere mich so lange her, dass ich das Game gespielt habe. Aber die Tempel sind echt hart. Und super viele Neben... Ja, super viele Nebenaufgaben. Es gibt ja anscheinend nur 4 Tempel. Vielleicht noch ein Endtempel. Das weiß ich noch nicht. Aber, neben tricky und spannend. Ja, das ist richtig. Nein, ich sammle nicht alle Massen. Ich spiele das Spiel durch. Darüber komme ich noch nicht. Brauche ich Dekostäbe? Das kann nur hier weitergehen. Aber ich mache halt so alles, was auf dem Weg ist. Und wenn ich was sehe, ja. Also ich werde jetzt nicht nur Main Story machen, weil ich auch gar nicht weiß, was die Main Story ist. Pfeile. Hier kann ich ziehen. Ja, es gibt auch noch so viele andere Spiele, Gray, die ich spielen will. Ein kleiner Schlüssel, okay. Das ist mein Problem, die Masse an Spielen, die ich verpasst habe, während ich WoW gespielt habe. Ne? Noch ein Ausgang da. Ja, ich werde ja auch Sidequests machen, auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt nicht irgendwo weiterkomme und ich will mir jetzt nicht eine Lösung durchlesen, nur um an die Maske des Satans zu kommen oder so, ja. Und du musst erst mit dem sprechen, dann musst du zu dem an dem Tag und so. Das werde ich nicht machen. Diese Minigames, das werde ich alles machen, auf jeden Fall. Was bringt mir das denn? Damit ich später da dann weiterkomme, weil jetzt komme ich ja eh nicht hoch, ne? Bringt mir nur für später was. Damit ich später von da irgendwie, von da drüben darüber komme. Was ist denn da oben?
Ah, da kommt man raus. Damit ich dann da drüben was holen kann. Okay, dann steht das ja schon ganz gut, ne? Mal. Ich weiß nicht, ob das wieder resettet wird. Es wird doch wieder resettet, oder? Ist doch wieder resettet dann. Übersehen. Oder habe ich doch recht, ne? Das wird doch wieder resettet, sobald ich hier rausgehe. Und wenn ich dann da oben in den Raum reinkomme, dann stehen die Kisten wieder hier unten. Was abschließen mit der Fackel? Naja, werden wir später rausfinden. Ich sag's mal so, du solltest dir zumindest ein bis zwei Streams nehmen, wo du dich wirklich in der Stadt umschaust und versuchst. Weißt, ja, ja, mach ich auch. Nur jetzt, ich hab's letztes Mal halt genau hier aufgehört vor diesem Rätsel, ne? Okay. Also ich kann hier noch runter. Da geht's jetzt noch nicht. Ja, das mache ich auch. Bomben, ist schon mal gut. What the fuck? Was ein Arsch. Hör, halbes Herz nur noch. Hallo, warum nimmt er den denn ins Target? Aber so viel ab. Ich glaube, es kommen unendlich viele, oder?
Ein kleiner Schlüssel. Achso, okay. Scheiße, da habe ich jetzt wieder überhaupt nicht danach geguckt, nach den ganzen verwirrten Feen. Verirrten, Entschuldigung. Ich kann nicht nehmen. Vielleicht was draufschieben oder so? Hier ist nichts mehr, ne? Hier ist noch eine Fee. Also irgendwas hat das hier noch zu... Hält da irgendwann irgendwie was durch oder so? Sind jetzt alle wieder da? Oh nein. Das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Warum kann ich mir keine Lava holen? Ist ja blöd. Weil die das Glas schmelzen würde oder so, ist doch Quatsch. Ja, richtig. Aber ist doch nicht so heiß. Hier nicht weiter. Wollte ich eigentlich gar nicht. Bombenratten. Mal kurz runter. Ich könnte hier hochgehen oder durch den, in dem ersten Raum durch den Schlüssel-Dings, ne? Wir gehen erstmal hier hoch. Kissen auf den Kanne, aber Bomben legen nicht. Karte bitte. Jo. Nice.
ich eigentlich, wenn ich das mache, mich bewegen? Nee, der macht dann einfach nur einen Storm. Okay, brauche ich wieder einen Feuerpfeil? Na, guck mal, guck mal, guck mal. Kommt man dann hier hoch? Oder komme ich von eins oben drüber hin? Ja, da ist gar nichts. Ja, das zählt dann schon noch hier dazu. Da komme ich von links raus. Komme ich von links raus? Im großen Raum aus. Klar. Nein. Nur mal gucken, wie ich da hinkomme. In diesem Raum hier aus. Wie ich da reinkomme. Das war direkt über mir. Sieht schon, ne? Und hier ist man ja auch ein bisschen hochgegangen dann. Okay. Ist auch kackschwer, aber die anderen sind halt auch nicht besser. Der erste war leicht. Der erste war sehr leicht für Zelda-Verhältnisse, finde ich. Ja, auch hier ist ein B. Aber die kriege ich halt alle nur mit Feuer auf, ne? Oder mit Feuerpfeilen. Beide habe ich schon mal. Ist alles kackschwer. Nein, aber das merkt man jetzt schon. Also der Schwierigkeitsgrad ist schon massiv krasser geworden. Der erste war ja eigentlich recht straight. Da waren ein, zwei kleine Rätsel drin, so um die Mechaniken kennenzulernen, aber ansonsten war er ja nicht wirklich schwer. Ach, die Bosse. Das ist ein Eiszapfen, genau wie der, den wir draußen gesehen haben. Okay. Stehe.
Was? Jetzt weiß ich ja, warum Tobi so gerne bei Greon ist. Nur am Handy, sonst würde ich was Schlagfertiges erwidern. So, schon sagen, Greon lässt doch nicht alles mit, lass doch nicht alles mit dir machen. Was auf dem kleinen Dings hier? Nein, es gibt nicht. Ich kann das einfach weghauen, ne? Nein! So ein bisschen schräg ist, greift dann immer zu, ne? Gibt's noch eine Truhe? Oder was ist das Rote? Oh ne, die ist außerhalb, die ist unterhalb. Okay. Was? Irgendwas sind hier so Bomber-Dinger wieder, oder? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Glaubst du etwa, du könntest etwas so Großes bewegen, indem du dich einfach draufstellst? Du musst einen Weg finden, es regelrecht in den Boden zu stampfen. Ah. Habe ich doch vorhin schon probiert, bei dem anderen Kleinen. Ah, das war genauso. Das ist jetzt bestimmt rausgefahren unten. Das hat er auch so eine helles Dings da, ne? Auch immer schön. Zerschlagen geht nicht, aber dagegen rollen. Oh, Time Event. Nein, nein, nein. Was für ein Time Event denn? Wo soll ich denn hin? Hä?
bringt mir das denn? Hä? What? Muss ich die abschießen? Okay, alles klar. Und jetzt muss ich die Feenmaske aufsetzen, damit sie zu mir kommen. Okay. Muss ich dann mit dem Goron das nochmal reinstampfen? Ah, wartet mal. Ist ja dein die Tür. Ist aber. Ah, ich check's. Okay, okay. 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 Das ist ja ganz großer Raum. Ja klar, dass hier Feen sind. Oh, kein Plan. Also hier komme ich jetzt nicht schnell auf die Schnelle an einen ran, schätze ich mal. Da hinten rechts was? Das ist halt echt schon kacke, ne? Ich verstehe das immer noch nicht mit dem Gas geben. Kann ich auf der Stelle Gas geben? Und wenn ja, wie? Oh shit, wie kommen wir denn jetzt wieder hoch? Thank you.
Anlauf brauchst du immer. Ja, aber dann reicht das hier ja gar nicht. Und das muss ich auch jedes Mal wieder machen. Weil ich hier runtergefallen bin. Mana. Man muss es nicht mehr machen, wenn man hier das Eis wegbekommt, ne? Nein. Hey, nein. Die Tür. Oh Gott. Kann ich rund? So, das, was ich von oben gesehen habe. Muss mal ein bisschen hinher wiggeln, dann geht das. Ist ja auch noch so ein Ding. Das geht nicht. Echt, da außen rumrollen? Ach, dann roll ich doch eh wieder runter. Was denn zum Schluss aus hier? Da drüben geht's weiter. Oh, hier hast du ja noch weniger Anlauf. Wäre eine Fackel, aber Dekostäbe habe ich immer noch keine bekommen, oder? Nee. Hier war ich schon drin. War unten wahrscheinlich. Ja, auch das Eisding. Ich hau nicht weiter jetzt, ne? Oh, der schießt von da unten auf mich. Brauche ich auch erstmal einen Eispfeil, einen Feuerpfeil. Ah. Okay, okay. Hier war das ja, ne? Oh mein Gott. Ich fühle mich wie bei Castlevania 64 gerade. Das ist ein bisschen besser. Ja, es ist schon wesentlich besser.
Und Dämmerung des zweiten Tages geht los. Ach, es war nur eine verirrte Fee. Okay. Ja, ansonsten komme ich hier jetzt noch nicht weiter. Also ich muss jetzt mit dem Goron darüber. Wenn man Feuerpfeile erschaffen kann, oder? Nee. Wenn ich meinen Pfeil in die... Also wenn ich durch Fackeln durchschieße. Aber hier war ja nichts zum Durchschießen. Aber ich kann keine... Oder wenn ich so vielleicht durch in die Fackel reinhalte, das kann sein. Normal nur, wenn ich durchschieße, meine ich, ne? Und dreh dich ein Stückchen. Nein. Aber es gibt keinen in die Tasche. Durch Fackeln durchschießen? Ja, das weiß ich. Aber da waren halt keine Fackeln, ne? Nein. Nein, ich wollte gerade schlagen. Ich bin zu nah. Los. Der große Schlüssel? Das ist das Item, ne? Ah, den Feuerpfeil erhalten. Das extra Pfeile?
Kann ich das nicht rausziehen? Doch, kann ich. GG. Ja, geil. Dann können wir jetzt ja nochmal alles durchgehen, ne? So, da rein. Yeah, das freut doch, oder? Das macht Fun. Wie geht's nach oben? Will ich hier schon hin? Warum? Klar, unten gibt's noch sehr viel, aber erstmal hier oben gucken. Hier sind. Ist ganz oben. Immer noch nur, wenn ich meine Pfeile verschwende hier. Kann ich das hier auch wegschieben? Ja, aber hier komme ich ja mit dem Goron da drüber, ne? Weil halt, ne? Bestimmt wieder irgendwas von unten nach oben, damit ich dann drüber komme. Ich habe noch keinen Schlüssel. Das heißt, hier geht es erstmal nicht weiter. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, darüber zu kommen. Es ist immer noch nicht ganz oben. Das ist schon komplizierter, der Tempel hier. Okay. Ah, jetzt kann ich hier auch den hier wegmachen, ne? Nice. Den weg habe, kann ich hier drauf schießen. Geht das weg? Backtracking des Todes hier jetzt. Das ist schon mal schön. Das Rätsel, schöner Shortcut hier. Noch irgendwas, was ich wegmachen konnte? Ich glaube nicht, ne? Oh, wir können mal noch nach Feen gucken. Shit. Hier dürfte eigentlich keine mehr sein in dem Raum.
Hier ist noch eine. Ah, da war ganz oben noch was. Stimmt. Kann ich nicht wegmachen. Ja? Ist hier Geist. Die habe ich doch schon weggemacht hier, oder? Eine Fee. Nein, nicht runterspringen. An einigen Stellen übersiehst du echt Details. Ja, ist halt mein erster Playthrough. Ja, übersehe ich das. Kannst du das hier? Ich bin, muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht jemand, der so extrem auf solche Sachen achtet, dass da jetzt irgendwie eine andere Textur an der Wand ist oder so. Das irgendwie, ich versuche das immer, aber ich kriege das nicht hin. So. Irgendwie ist mein Brain da nicht für gemacht. Dieser Stein? Der hat mir nur einen Pfeil gekostet. Da oben schon drin in der Tür? Ja, da war ich schon drin. Noch eine Fee. Da oben schon drin? Ja, da war ich schon drin, aber da ist auch noch eine Kiste drin. Aber hier muss es noch gehen. Wenn ich das Ding dann noch hin. Damit ich da hochkomme, oder? Hier bin ich hergekommen.
Hm? Weiß jemand, wo die hier ist? Das ist eine Kiste, ne? Lol. Da runter. Drohnen dranrennen. Oder einfach so dagegen laufen. Kannst du ihm eine Bombe ranwerfen wahrscheinlich. Hallo? Hey. Bin ich einfach runtergesprungen. Hä? Will ich nochmal richtig hin, Link? Ich werde den Tempel aufgrund der Zeit nicht schaffen, schätze ich mal. Warum legt er die hin? Es funktioniert. Ich habe die Zeit verlangsamt, ja. Ah, jetzt sind wir hier, okay. Aber hier komme ich ja trotzdem nicht rüber, oder? Muss ich rüberkommen? Ja, auch einfach mit Pfeilen abschießen, ne? Halt nicht mehr so viele. Ich würde rüberkommen, wenn das Ding da unten. Aber das ist doppelt. Wie kriege ich das Ding da unten rüber? Rübergeschoben und kommt dann hier hoch, ohne dass das resettet wird. Warum ist da drüben eine Fackel? Das geht nicht kaputt, ne? Don't understand. Da soll eine Kiste sein. Da unten. Soll denn da eine Kiste?
Die spawnt da bestimmt. Erst. Hä? Sehe ich das falsch? Also, wir müssen jetzt sagen, wie es geht, aber gibt es eine Möglichkeit, dass ich die hier rüberschiebe und dann da hochkomme und dann rüberspringen kann, ohne den Raum zu verlassen? Wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Es geht runter. Ich habe es vorhin einfach nicht reingeschoben. Und jetzt ist es fixiert, oder? Ja, jetzt ist es fixiert. Oh mein Gott. Ja, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ja, gibt es. Danke. Dankeschön. Sehr nett. Was Creon sagt. Die sind jetzt auch alle wieder da. Okay, aber der hier ist jetzt frei. Wo ging es da jetzt nochmal rein? Da oben. Okay, der hier ist frei. Okay, das muss ich dann nochmal machen. Hallo. Ach komm. Hallo. Physics. Ich sag's ja, es steht im Titel. Da war nur eine Fee. Keine Fee mehr hier. Nein, oh, ich wollte nicht schießen. Dann haben wir mal sie drum. Der Boss-Key, oder? Gibt sonst nichts mehr, oder? Einen kleinen Schlüssel. Ja, mit dem komme ich jetzt von oben weiter. Ist auch noch eine Fee. Was? War ich schon, ne? Also was da?
Gut. Nummer 10. Keine Fee mehr hier, alles klar. So, dann. Und da ist noch eine Kiste. Ah, da kam ich noch nicht rein. Hier kam ich schon rein, oder? Ah, ne, hier auch nicht. Oh, Jesus. Oh Gott, muss ich die alle anstecken und die blasen die wieder aus oder so? Drehen die sich? Drehen sich nicht, ne? Das ist ja zum Glück einmalig hier. The fuck? Gehen die mit Eispfeil mit einem Pfeil kaputt? Ich probier. Okay, alles klar. Ja. Elf. Und da habe ich ahne Schlimmes. Und dann geht das unten hoch. Ganz unten. Wo die Lava ist. Und hoffentlich nicht auf Zeit. Oh nein, das Ding fährt ganz hoch. Okay, nice. Aber doch, unten geht das auch wieder. Ach, unten kann ich es wieder runterlassen. Oh, scheiße. Ich weiß genau, ich muss das erst zum Schluss machen. Ah. Über dem Wassertempel. Okay, Anna, den falschen Knopf, sonst musst du alles nochmal machen. Ich hoffe nicht. Aber jetzt komme ich nämlich dann nicht mehr durch, ne? Das könnte das Problem sein. Okay, zumindest keine Fee mehr auch unten. Ja, jetzt komme ich hier natürlich in der Mitte nicht mehr durch. Mit dem Goron. Und so, jetzt komme ich gar nicht mehr da durch, ne? Aber das heißt, das muss ich erst machen. Wie komme ich denn später hoch?
Oh, ist das kompliziert wieder, unnötig. Ja, da drüben raus. Nein, nein, das war falsch. Wollte ich nicht hin. Nicht runterfallen, das wäre jetzt ein bisschen blöd. Ah, hier komme ich wieder hoch mit dem Deko, oder was? Ich glaube, wir sind noch im Dungeon. Richtig. Ja, das ist gar nicht so einfach hier. Aber ich mache dauerhaft Progress. Oder wenn mir blöd, ich, da habe ich jetzt echt gerechnet. Wenn ich hier hin... hier ganz hoch komme ich her. Das ist ja nice. Aber warte mal, wenn ich doch eh schon unten bin. Ja, klar, Breath of the Wild war ja echt ein Kack dagegen. Wo ist die Tür? Hier. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt schon machen soll. Jetzt komme ich da oben ja gar nicht weiter. Ich muss erst oben noch irgendwas machen. Brauche ich den Bossschlüssel, dann muss ich das machen. Schätze ich mal, ne? Und dann... Ich hab nicht geguckt. Also ich würde so direkt zurückkommen. Hallo? Na, hier muss ich auch in der Mitte durch, oder? Ja, hier muss ich auch in der Mitte durch, also... So, wo muss ich jetzt hin? Jetzt kann ich hoch, ne? Hier habe ich, glaube ich, alles. Hier sollte ich alles haben. Hier geht's runter? Warum geht's hier runter? Nein, ich will hoch. Ja, da müssen sie was machen. Ich meine, das hat die Community ja auch gefordert, ne? Hier rein und dann hoch. Da müssen sie was machen in Teil 2. Das war echt ein bisschen mau. Das war zu open-worldig alles. Hier hoch. Dauert ja lang genug, du meinst die Entwicklungszeit? Der bringt immer noch nichts, ne? Ja, aber hier geht's nicht weiter.
Kann man denn hoch? Ganz so, ne? Aber dann wieder hier raus. Wer Shooting vor jetzt meine. Am Anfang hieß es ja, die meisten haben ja gesagt, Weihnachtsgeschäft 2021, aber da glaubt ja auch keiner mehr dran, ne? Naja. Ist aber echt schon eng von der Zeit her. Ne? Advance Wars, ja. Wir waren keine mehr, ne? Keine Fees? Ne. So, dann sind wir jetzt wieder im großen Raum. Hier war hinten links noch eine Kiste. Ach, da oben, ich sehe es dann. Und da denn hin? Kann ich dann niemals von da drüben irgendwie dahin springen, oder? Umfallen lassen? Denn da drin? Hm. Das ist mir ein bisschen schräg hier gerade. Runterfallen jetzt hier. Am Schaden. Ist von hier ein bisschen besser. Das war doch hier, oder? Ja. Was denn? Da ist eine Kiste und vorne dran, kann man das erkennen? Das ist so ein Deko-Dings. Er hat nichts gebracht. Okay, das fehlt mir noch. Ansonsten habe ich hier anscheinend auch alles. Hier gibt es noch Feen. Ja gut, weiter oben wahrscheinlich noch. Mal im Ernst, von hier aus... Hier aus komme ich hier nicht rein. Wenn, dann muss ich mich von oben irgendwie runterrollen oder rund. Hat das Ding einen Vorsprung? Das hat auch keinen Vorsprung, dass ich mich fallen lassen kann, ne? Da ist so eine Deko-Blume drin, aber hier ist halt nirgends so ein Deko-Ding. Ah, wenn die Mitte vielleicht hoch ist. Das könnte sein. Wenn ich das hochgefahren habe, das Ganze. Na, dann kann ich ja hier hin. Dann ist ja hier, dann kann ich da rüber.
Boah, ob man von hier aus springen kann. Nein. Natürlich nicht. Versuch was wert. Komm, schaffen wir noch. Schaffen wir noch. Nein, nicht die Goron-Maske. Sieht aus. Der Mund wird immer größer, ja, ich weiß. Ja, ansonsten. Bye, Tobi. Danke fürs Zuschauen. Aber der Sprung war nicht schlecht gedacht von mir, oder? Wenn es funktioniert. Boah, man ist ja auch schnell wieder hier oben. Und jetzt. Darüber. Weiter komme ich ja eh noch nicht, weil ich das Ding nicht hoch. Und jetzt muss ich erstmal hier rein. Wäre auch so ein Ding. Da kriegt man. Also Castlevania 3D ist wesentlich schlechter. Hier ist auch eine Fee. Nein. Kann ich. Währenddessen kann ich nicht mit Pfeil und Bogen schießen. Was ist das denn? Kann ich einfach so machen, die kommt?
Oh, lol. Okay, aber ohne das Auge wäre sie nicht gekommen, oder? Er ist hier noch weiter hoch. Jetzt bin ich ganz oben. Oh fuck, falschen Knopf gedrückt. Nah dran. Hallo? Der blöd. Mehr. 13. Geht ihr auch noch? 14. Okay, jetzt muss ich ihn hochfahren, richtig? Das hier ist die letzte Fee. Könnt ihr mir sagen, wie ich da hinkomme? Damit ich die auch noch kriege? Oder ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung mehr. Für die Hilfe. Ja, da muss ich jetzt wirklich runter wieder, ne? Muss ich jetzt echt runter, Leute. Jetzt bin ich wieder hoch. Bin ich gelaufen? So, jetzt bin ich. Ich muss noch mal gucken, auf welcher Ebene das war. Hier war das, auf dieser Ebene, da drin. Okay, alles klar. Frage ist nur, wie komme ich dann hoch? Das muss ja irgendeinen Weg geben. Sogar bis ganz hoch. Huh?
Nur in einem Raum eine Kleinigkeit übersehen, okay. Oh nein, bitte nicht irgendwo Herzchen. Ey, das Gepiepse die ganze Zeit jetzt. Oh Mann. Ich versuch's. Natürlich mit erfolgreichem Ausgang. Oh. Wo bist du? Fee? Oh, ein Träumchen. Hier ist das Problem, ne? Hier müsste ich ja jetzt da durchkommen. Ja, bin ich wieder ganz unten, ne? Aber mal ganz kurz, was ihr mir sagen könnt. Es war jetzt schon die richtige Entscheidung, hier jetzt das hochzufahren, ne? Weil ich muss ja irgendwann hochfahren. Und ich habe ja eigentlich alles gemacht, was so anlag, sag ich mal. Dementsprechend, wie Greon schon sagte, ich müsste eigentlich jetzt hochkommen. Ja, und der Weg hier ist ja auch der richtige. Das heißt, ich habe hier irgendwas übersehen. Warte mal. Warte mal. Naja, ich habe gedacht, ich kann die vielleicht abschießen. Geht auch nicht. Warte mal, aber... ich glaube, ich weiß, was es sein könnte. Na, ich habe gedacht, der Gorone kann da vielleicht durchdashen, dass das so Eisdinger sind oder so. Okay. Ja, man muss ja probieren, ne? So, wartet mal, ich gucke nochmal auf der Karte.
Vom hier komme ich nicht weiter. Ich komme nicht nach rechts, nach links und nach vorne. Weil ich muss auf dieser Ebene. Ansonsten gibt es keine Möglichkeiten. Ebene tiefer. Wenn ich da hochgehe, komme ich in den Raum. In den Raum kann ich rüber. Aber in dem Raum kann ich nicht weiter, weil das ist der Raum. Also der hier, ne? Der ist der Raum, in dem ich nicht... Ah, ich muss da rüber. Und um da rüber... Aber da komme ich nicht rüber. Seht ihr den Zeiger? Ja, jetzt seht ihr den, ne? Ich müsste... Ist auf der Map. Müsste hier reinkommen, um dann hier hochlaufen zu können. Und dann... Moment, wo komme ich denn raus? Ne, da geht's runter. Shit, das stimmt auch nicht. Aber da, ne, da ging's nur zu einer Fee hoch. Das ist Quatsch. Also, gibt's eine Möglichkeit, dass ich hier jetzt rüberkomme? Also wenn, dann muss es ja hier funktionieren, ne? Weil das ist ja die einzige Möglichkeit, um da rüber und hoch zu kommen. Aber wie? Komm nicht da rüber jetzt. Aber... Heißt doch im Umkehrschluss, ich muss es wieder runterfahren, um darüber zu kommen. Dann kann ich es aber nicht mehr hochfahren. Im Loch da oben hat das auch nichts zu tun. Es gibt in einem Raum eine Möglichkeit hochzukommen, die du übersehen hast. Aber hier kannst du auch was machen. Sei mal wütend. Okay, okay. Nein, ich will kein Spiel sprechen. Wütend. Ach lol. Lol, ja, das andere, das, warum funktioniert dann das andere nicht, was ich gemacht habe? Das war doch viel kreativer, oder? Okay, das heißt, geht das weiter unten auch nochmal? Gehe ich jetzt von hier aus gar nicht, ne? Kann ja hier hinspringen. Geht das wahrscheinlich genauso. Weiter unten ist nichts mehr, ne? Ne, okay. Wütend. Also, wütend ist für mich stampfen oder mit Stacheln dagegen fahren, ne? Jetzt so ein kleiner Schlag hier. Okay, es gibt noch in einem Raum eine Möglichkeit hochzukommen, die du übersehen hast. Das war jetzt meine Route, ne? Hier links hoch. Dann da durch, da rein, da hoch. Ich habe noch die Möglichkeit hier hoch. Das mal. Aber ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Außer ich könnte da jetzt vielleicht was ändern. Ups.
Aber knapp, Leute. Gibt noch die Möglichkeit, hier hochzugehen. Aber da komme ich ja dann oben nicht weiter, ne? Außer ich kann jetzt, warum auch immer... was mit dem hier machen. Warum auch immer. Weil das hier ist ja noch schon noch was Komisches, ne? Das ist der Raum, ja? Aber ich weiß halt nicht, wie ich hier hochkommen soll. Also ich weiß dann, wenn ich oben hinkomme, dann kann ich dann da hochklettern, aber... Flughinweise, okay. Also hier geht's irgendwie hoch. Oh, lol. Habe ich das vorhin nicht noch gesagt? Ne? Okay, danke für die Hilfe. Jetzt runterhüpfen. Ja, ich habe das Ding ja noch gesehen. Diesem Eispfeil. Ich habe es doch selbst noch gesagt. Muss ich hier nochmal runter? Weil das hier wegschlagen bringt jetzt noch nichts, ne? Nein. Kann ich darüber laufen? So, jo. Bin ich etwas verwirrt. Da vorne ist der Boski. Das bringt mir jetzt noch nichts. Überspringen. Ah. Darüber und dann als Deko runterschweben. Oh, da kann ich so als Deko da unten reinschweben zur letzten Fee. Dann müsste ich das ja jetzt eigentlich als erstes noch machen. Wo war das nochmal? Das ist halt so schlecht. Ah? Da war das.
Problem ist, hä, wenn ich mich jetzt fallen lasse. Falle ich doch da ganz runter jetzt, oder? Seit wann kann ich denn endlos schweben? Ich sehe es halt nicht, ob das stimmt so. Ich will da nicht vorbeifallen, wisst ihr, was ich meine? Aber das ist ja endlos. Und man. Ich habe keine. Oh. Wo muss ich denn hin? Besten darüber. Das schaffe. Wird eng, ne? Jetzt eigentlich falsch, ne? Ja, das ist ja richtig. So, ich. Oh, so blöd. Gottes Willen, einmal im Kreis gelaufen. Nein, nicht runterfallen. Nerven liegen blank? Nö, Gottes Willen. Sonst müssen wir es halt nochmal machen, ne? So, jetzt pass mal auf. Hier. Hier waren wir ja schon. Sind wir ja schon rausgekommen. Das heißt, ich muss jetzt da drüben rein. Ja? Nein, Thompson. Alles gut. Hey, Thompson. Nochmal so ein Typi, okay. Oh, ich darf auch nicht in die Pfütze rein, okay.
Jetzt geht das wieder los. Im Zeitspann direkt in die Mitte gestellt. Aber habe ich jetzt. Die habe ich jetzt trotzdem nicht bekommen, oder? Ach, jetzt hier die Tür aufgegangen. Okay, und hier kriege ich den Key zum Boss. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Was habe ich für ein Item bekommen hier in diesem Dings? Feuerpfeile. Okay. Okay, Ganon Sphinx. Easy, schauen wir mal. Keine Ahnung, wie schwer der Boss ist. Oh, ich muss das Auge da treffen. Dale, ein Albtraum-Goth. Oh Gott, ist das ein Wegrenn-Ding oder was? Der mich jetzt getroffen oder ich ihn? Wir müssen erstmal schaffen. Ist da gerade ein Stein gerollt? Thank you.
Oh nein, ich muss den Steinen ausweichen, okay. Fuck. Tellercard, so sieht's aus. Timer läuft. Cooler Boss, aber ganz anders als alles, was man bisher in Zelda gesehen hat, ne? Oh fuck. Hallo? Gehst du hier runter? Nein, falsche Seite. Nein! Jetzt fährt er aber auf hier. Oh nein! Oh Mana! Nein! Okay. Fuck! Alter! Wie breit ist das Ding denn? Schauen. Natürlich. Der Mond fällt und fällt, ne? So ist das. Ah. Spannung pur hier. Nein!
Hallo, Coronenmaske. Wo war denn die Fee nochmal, falls ich das jetzt schaffen sollte? Was? Ja, wie lapiert er denn? Dann ist das Spiel zu Ende, dann bin ich Game Over. Komm schon. Ah ja, am Fuß des Turms hinten dran, stimmt. Oh, ich stehe zu nah dran. Okay. Da muss ich den ganzen Tempel und alles, was ich gemacht habe, bevor ich das letzte Mal gespeichert habe, nochmal machen. Ja, und jetzt? Hallo? Zeit läuft gerade nicht, oder? Ah, ich muss mir das Herzteil holen, okay. Ist doch toll, ja. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Naja. Goth Vermächtnis ist auf dich übergegangen. 2 von 4 Vermächtnisses haben wir jetzt schon. Vermächtnisses, Entschuldigung. Der reine Geist, der in dieser Maske gefangen war, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Cooler Bossfight übrigens, aber es wird verdammt knapp jetzt, ne? Ich weiß gar nicht, ob jetzt, wie das jetzt ist, ob jetzt automatisch wieder... Wir schauen mal. Was seid ihr? Ah, da ist er wieder, der Baummann. Nee, Nasenmann. Nasenmann hieß er. Bechtier. 3 von 4. Also seid ihr Schutzgötter? Nasenbär, stimmt. Deshalb wart ihr in den Tempeln, aber warum sind die Schutzgötter... Ja, das ist ätzend. Ja, das ist ätzend, das stimmt. Bist du dann hingelaufen, bist schon die Hälfte der Zeit wieder rum. Das ist ätzend, Tommy, das stimmt. Kann man bestimmt auch besser machen. Warum ist er wieder eingefroren? Den habe ich schon aufgetaut. Schöne Version. Wo bin ich denn jetzt wieder? So, Moment. Wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Müsste ich mich doch am besten hochporten wieder, ne? Weil ich bin ja jetzt unten. Okay, hier läuft keine Zeit, alles klar.
Weiß ich, porte mich jetzt? Da hoch, speichere schnell rechts. Zu dann schnell rüber. Ich kann ja eine Millisekunde vorher noch abbrechen. Ich mach's extra spannend. So, das entscheidet jetzt, ob ich den ersten Tempel dann nochmal spiele oder nicht. Was ich jetzt bekomme. Wenn ihr natürlich mein Schwert stärker macht oder so, dann... Oh, starker junger Freund. Ich bin die große Fee der Kraft. Adige Mema Attribute. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Dank lehre ich dich diese neue Schwerttechnik. Okay. Die Augen. Du hast die Wirbelattacke gemeistert. Drücke und halte B, um deine Waffe mit Magie aufzuladen. Ist das jetzt, weil ich das erste Mal das geschafft habe? Oder kriege ich was hätte ich das jetzt auch beim ersten Tempel bekommen? Oder gibt jeder Tempel etwas anderes, unabhängig davon, in welcher Reihenfolge man das macht? Lässt du B los, entfesselt seine Klinge? Ja, das kennen wir ja. Oh, das ist neu, oder? Große Fee der Berge. Aber direkt abgeschlossen, oder? Ja, okay, alles klar. Ja. Okay, dann am besten jetzt. Zurück, alle Rupees abgeben. Resetten, speichern, oder? Ich meine, dahin rüber kann ich eh nochmal jetzt zum Goronenkönig. Ne? Dem berichten, was so passiert ist. Habt ihr immer in richtiger Reihenfolge gemacht? Ja, ich habe als erstes Mal, hatten halt zwei Feen gefehlt und dann hat er mich halt vorne dran geportet. Und der war ja, ist ja dann automatisch resettet, der Tempel, ne? Das heißt, wenn ich reingehe, muss ich alles wieder machen und alle 15 wieder suchen. Beziehungsweise, ich bin, glaube ich, gar nicht mehr reingegangen. Ich habe halt direkt dann, bin raus und habe resettet und habe das halt gar nicht mehr gecheckt mit den zwei Feen, die ich noch... Ich wusste auch gar nicht, wo die sind und das war mir dann zu blöd. Hätte ich machen sollen, ja. Okay. Das heißt, wir schwingen uns jetzt erstmal. Ja, hoffentlich noch reichen. Ansonsten haben wir ja vorhin dran abgespeichert. Ja, kein Problem. Start. Wurde sehr knapp, ne? Ein paar Mal mehr verfehlt. Eine Stunde wieder rum. Speichern. Das als Gorone. Hattips Venom, das wäre es gewesen? Ja, das stimmt. Das stimmt.
blauer Rubin. Dieser Edelstein ist so viel wert wie 5 grüne Rubine. Nicht übel. Habe ich jetzt bekommen? Lol. Ach, das nennt man Zinsen. Alles klar. Okay. Und nu? Haben wir hier erstmal in den Stunden der Zeit machen wir jetzt eh nichts mehr. Ne? In der Zeit. Progress. Danke nochmal, ne? Ah, ich meine, das meiste habe ich selbst rausgefunden. Ganz zum Schluss halt, ne? Muss man sagen. Da wäre ich, glaube ich, nicht drauf kommen, da einfach dran zu schlagen, obwohl es ja eigentlich logisch ist, ne? Er ist stark, da ist ein Eisblock. Schlag einfach mal dran. Auch fies, wie unten die ganzen Items weggehen. So, sind wir wieder da, ganz am Anfang. Ist schon cool, die Mechanik, ne? Macht das Ganze halt ein bisschen stressiger als so ein Standard-Zelda. Aber... schönes Dungeon, ja. Ah, guck mal, das ist halt auch geil, ne? Dann kriegst du hier direkt das gesagt wieder. Zum Ozean kommen wir am schnellsten durch das Westtor. Easy. Kann ich eigentlich den Hund überrollen oder so? Nein, der Typ wieder. Geil. Wenn ich klein bin, rennt er mich um. Wenn ich normal bin, macht er gar nichts. Und wenn ich Gorone bin, dann knurrt er mich an. Sehr geil. Nice. Ja, jetzt können wir uns mal ein bisschen um die Angelegenheit der Boys hier kümmern, ne? Mein Problem ist halt immer, zum Beispiel diese Quest mit diesem... mit dieser Besitzurkunde. Ja, wahrscheinlich, jetzt könnte ich die wieder einen Step weitermachen. Wenn sie dann aber noch einen Step weiter geht, dann kann ich es wieder nimmer machen, weil ich da jetzt noch nicht hinkomme. Ja, und sowas nervt mich dann immer. Aber gerade diese Minispiele und so, die kann man mal machen jetzt im nächsten Stream dann. Da habe ich auch Bock drauf. Geil.